Herzlich willkommen bei Mensch Petra. Heute zum Thema Es ist Licht. Und ihr seht im Hintergrund ein Bücherregal und das Buch Es ist Licht. Es gab die Feldbibel, die wir in einer limitierten Edition rausgebracht haben. Vorletztes Jahr war das schon. Das war ein wundervolles Werk und ich habe mich gefreut, diese Erfahrung machen zu dürfen, ein Buch zu produzieren. Ich liebe Bücher. Bücher sind für mich riesige Schätze. Ich mag das, die anfassen zu können, die schön zu gestalten, eine schöne Gestaltung zu genießen, sodass Inhalt und Form zusammenpasst, dass sich das ergänzt. Und ja, Es ist Licht, seht ihr im Hintergrund. Das habe ich aufgenommen in einer meiner Lieblingsbuchhandlungen. Und es gibt zwei Formen. Einmal das Softcover für 20 Euro und einmal das Hardcover. Ja, das ist jetzt immer wieder ein bisschen, ja, guck mal, durchsichtig. Für 30 Euro. Ein wundervolles Geschenk. Da steckt so viel gute Energie drin, so viel Kraft, so viel Möglichkeiten für Praxis. Ich kann es euch nur ans Herz legen oder ich möchte euch das ans Herz legen. Ostern steht vor der Tür. Ich finde, das ist auch ein wundervolles Geschenk. Ihr könnt die Bücher bei mir bestellen. Ich setze die Kontaktadresse Chivaka Family Shop unter das Video. Ich hatte ja einige Zeit, 4 Jahre lang, einen Laden hier in Frankfurt am Main, auch gegenüber von einer wundervollen Buchhandlung. Und ja, ich habe das immer genossen, Menschen zu begegnen, mit denen zu sprechen, mich auszutauschen, eine wunderbare Vorauswahl an Produkten anzubieten. Und ja, ich hatte das damals gar nicht so auf dem Schirm. Warum kaufen Menschen was? Und es hat sich herausgestellt, dass die meisten ja nach einem Geschenk gesucht haben. Und ja, Geschenke finde ich toll. Presence, präsent sein, Geschenk sein. Und ja, gute Botschaften zu verbreiten. Also wer noch ein Ostergeschenk sucht, schickt mir eine Mail und ihr bekommt von mir ein liebevoll verpacktes Buch oder was auch immer ihr bestellen wollt. Die Website für den Shop, das dauert noch einen Moment. Die wird es auch bald geben, da freue ich mich auch sehr drauf. Schätze und Wertsachen. Nicht einfach irgendwelche Produkte. Es geht nicht um Konsum, sondern es geht um kostbare Inhalte. Ja, freudvolle, erbauliche Inhalte. Was Schönes. Das Schöne, wahre, Gute. Und ich möchte heute mal als Einstimmung eine Passage aus dem Buch mit euch teilen. Wir haben ja auch die Karten mit Schöpfungsaufträgen aus dem Buch gemacht, die gibt es auch als Set und auch einzeln. Ja, also, was ich mit euch teilen will. Ich bin die selbsterfüllende Verwirklichung und Verkörperung all dessen, was ich willentlich verfüge und wovon ich überzeugt bin. Ich bin die selbsterfüllende Verwirklichung und Verkörperung all dessen, was ich willentlich verfüge und wovon ich überzeugt bin. Und nochmal. Ich bin die selbsterfüllende Verwirklichung und Verkörperung all dessen, was ich willentlich verfüge und wovon ich überzeugt bin. Kapitel 4, Handlungsverfügungen. Erstens, ich bin eins mit der Macht, der keine Grenzen gesetzt sind
Und ich sehe alle Wesen in ihrer vollen Wesensverwirklichung. Ist das nicht wundervoll? Ich sehe alle Wesen in ihrer vollen Wesensverwirklichung. Das ist ein ganz anderer Blick auf die Welt. Ein wunderschöner Blick, wie ich finde. Zweitens, ich bin voller Kraft, Zuversicht und Freude. Drittens, meine Führung ist eindeutig, weil ich unerschütterlich in der Tiefe meines Wesens verankert bin. Dieses ist der Grund, auf dem ich stehe, und es ist die Quelle, aus der heraus ich schöpfe. Ja, und dieser Grund, dieses Fundament ist so stark und diese Quelle ist unerschöpflich. Viertens, wo immer ich bin, offenbaren sich Frieden, Freiheit, Freude und Gesundheit, die aus meiner unbefangenen Führung, also aus meinem Wesen heraus, erwachsen. Fünftens, mein gesamtes Tun, Denken und Sagen dient dem Wohle der Wesen, allen Wesen, allen Wesen. Mein gesamtes Wirken dient der Erquickung, der Heilung und der Erhebung der Herzen von Menschen, Tieren und allen anderen Lebensformen. Sechstens, ich wünsche allen Lebewesen sämtliche Wohltaten, die ihnen aufgrund ihrer Natur gegeben sind. Mögen sie frei von jeglicher Täuschung über sich selbst und über andere sein. Mögen sie augenblicklich in die volle Verwirklichung ihres zeitlosen Wesens erwachen. Ja, das wünsche ich uns allen und mir auch. Ich weiß, dass die äußere Welt eine Spiegelung meiner eigenen Überzeugungen ist. Deshalb überzeuge ich mich ab jetzt nur noch vom Guten. Also das war jetzt nur ein Ausschnitt und davon gibt es sehr, sehr viel Erbauliches. In deiner Entspannung liegt der allergrößte Segen. Ja, ich will es euch ans Herz legen. Das Herz steht im Zentrum und dieses Wirken in uns und aus uns heraus in die Welt, was wir in die Welt strahlen können, das Licht, was wir sind. Es ist schon alles da. Und ja, auf ein lichtvolles, schönes Leben und auf das Gute in Einigkeit und Recht und in Freiheit und in Liebe. Auf bald. Ich danke euch. Infos unter dem Video und ich freue mich über eure Bestellungen. Die kommen unserer Arbeit zugute. Damit können wir weiter an Buchproduktionen arbeiten und in Frielingen, in der Universalität, in unserem Vereinssitz die Bibliothek weiter ausbauen. Dieses Jahr wird es weitere Werke geben und da freue ich mich schon sehr drauf. Die werde ich dann natürlich mit euch teilen. Alles Liebe und Gute. Bis bald. Danke.